Mein Name ist Chris von Ingebuder Games. Herzlich willkommen zu dem Video. Wir zeigen euch, wie man FIFA 23 richtig shared auf der PlayStation 5 bzw. zu 4, unter der 4 etc. Alles, was möglich ist. Wir sind jetzt hier gerade auf meinem Main-Account, Gebrüder Games, selbstverständlich. Und ihr seht, FIFA 23 hat ein Schloss davor. Und wir können das Spiel nicht starten. Er geht sofort ins Menü, möchte sofort, dass wir 80 € bezahlen. Das kann man auf jeden Fall beheben. Und zwar haben wir den Account von Darius bekommen. Darius hat auf diesem Account die FIFA-Version 23 für die PlayStation 5 und PlayStation 4 gekauft. Und was muss ich auf dem anderen Account einstellen, damit es hier auf meinem Account funktioniert? Ich zeige euch erstmal hier die Einstellungen, die wir auf diesem Account haben. Darunter geht ihr einfach unter Einstellungen, Benutzer und Konten. Dann geht ihr auf andere und dort habt ihr Konsolenfreigabe und Offline-Spiel. Dies ist momentan für diesen Account auf dieser PlayStation aktiviert. Dies kann man auch nur einmal aktivieren. Das heißt, du kannst den Account natürlich auf mehreren PlayStation 5 haben, aber nur einmal kannst du Konsolenfreigabe und Offline-Spiel aktivieren. Das haben wir hier auf jeden Fall erstmal für den Account gemacht. Ist klar, ist mein Main-Account. Ist aber kein großes Thema. Wir wechseln erstmal rüber zu dem anderen Account und dann zeige ich euch da die Einstellungen. Wir sind jetzt auf dem Account von Darius und hier seht ihr schon, FIFA 23 funktioniert. Ich kann es starten, ich muss hier es nicht irgendwie neu kaufen etc. etc. Warum geht es denn aber nicht auf meinem Main Account? Ich möchte doch gerne auf meinem Main Account FIFA spielen und nicht über den Account von Darius, weil er ja selber FIFA spielt. Was machen wir? Wir gehen in die Einstellungen, gehen wieder Benutzer und Konten, gehen dann wieder auf andere und dann auf Konsolenfreigabe und Offline-Spiel. Dort müssen wir die Konsolenfreigabe und Offline-Spiel aktivieren, damit meine PlayStation 5 mit dem Internet selbstverständlich verbunden ist und die Lizenz überprüfen kann. Wir aktivieren das ganz mal schnell. Dadurch kann dieser Account ja, die Lizenzen an meinen Account weitergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dadurch, dass ein Account der Spiele kauft, sharest du das mit allen anderen Accounts, die auf der PlayStation sind. Wir können es hier immer noch spielen, ist klar. Wir schalten mal rüber wieder zu meinem Main-Account. Und siehe da, FIFA 23 hat kein Schloss mehr davor. Wir können dieses Spiel auf jeden Fall starten. So, wir gehen wieder raus. Wichtig ist für euch, was passiert denn jetzt, wenn wir diesen Account von Darius auf eine PlayStation 4 halt geben? Auf der PlayStation 4 war es damals so mit Primär und Sekundär. Dort stellst du einfach deinen Account, ich müsste jetzt meinen Gebrüder Games Account über Einstellungen auf Sekundär stellen und den Account von Darius auf Primär. Ist kein großes Problem. Und dadurch, dass Darius aber eine PlayStation 5 hat, das Spiel spielt, ist es so, dass man beide Accounts, also mein Account sozusagen auf der PlayStation 4 ist Primär und der Account von Darius, den ich mir geben lasse, ist Primär. Dadurch kann ich auf meinem Account FIFA starten. Kein Problem. Was passiert aber, wenn ich trotzdem hier ein Schloss habe? Da will ich euch mal ein bisschen Abhilfe geben. Das ist bei der PlayStation 4 und bei der PlayStation 5 fast gleich. Warum sage ich fast? Weil bei der PlayStation 4 unter Einstellungen noch Datenbanken wiederherstellen steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Tut das einfach einmal, damit stellt ihr alle Datenbanken wieder her. Ja, eure ganzen Daten sind wieder, werden neu geladen rein theoretisch und wieder mit dem Internet verbunden. Um die Lizenzen zu überprüfen, ist danach der letzte Schritt wichtig, Lizenzen wiederherstellen. Diese stellt ihr dann wieder her und die Konsole kann die Lizenzen wieder überprüfen. Und damit könnt ihr den Account, ja, zu jemand anderen sharen, der eine PlayStation 5 hat und ihr könnt diesen Account natürlich noch sharen zu jemand, der eine PlayStation 4 hat. Das heißt, ihr kauft einmal FIFA 23 und könnt es rein theoretisch zwei Leuten sharen, beziehungsweise drei Leute können dann FIFA 23 spielen. Zwei Leute auf der PlayStation 5 und einer auf der PlayStation 4, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas nicht funktioniert, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video.